Du, Thorsten, guck mal, da ist so ein Mensch vorm Fenster. Regina, du bist doch komplett blau. Hier war schon ewig keiner mehr. Nee, das kann ich bestätigen. Hier ist keiner, hier ist keiner, hier ist keiner. Doch, 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 da ist einer, da ist einer. Männchen, 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 Männchen. Männchen. Du konnte ja mal früher geworfen. Schwimm und noch abschwimmen einmal, auf, ich schwimm und möchte deinen Scomba-Mix abschwimmen nicht auf probieren. und ab. Süße, ich glaube, der Urlaub ist vorbei. Blubbe, blubbe, blubbe. Was macht denn Chemieunterricht so interessant? Aus Lehrersicht finde ich den Chemieunterricht einfach super abwechslungsreich, dadurch, dass der experimentelle Anteil deutlich höher ist. Und dann finde ich halt, Chemie hat einen höheren Kitzel sozusagen, in dem dass man das versteht. Also der Logikanteil ist deutlich höher als in Biologie und empfinde es als Herausforderung, die Schüler dahin zu bringen, dass es Klick macht. Und Biologie ist halt insofern interessant und ansprechend für den Lehrer als auch für die Schüler, weil es halt ganz diese Lebensnähe ist toll. Also man kann mit ganz vielen tollen Bildern arbeiten. Also ich glaube, mittlerweile ist es so, dass im Fachbereich keine einzige Unterrichtsstunde anfängt, ohne dass entweder etwas gezeigt wird oder über den Beamer ein Phänomen dargestellt wird, abgebildet wird. Da das halt eine ganz starke Lebensnähe für die Schüler darstellt, ist es, glaube ich, immer spannend und damit auch ein bisschen leichter zu motivieren. Was sind denn die Themen in der 7. Klasse? So, in Chemie geht es zunächst erstmal darum, dass man die Experimentiergeräte und die Sicherheitsvorkehrungen kennenlernt, sozusagen. Also, das ist das so ziemlich das Erste. Dann geht es darum, überhaupt experimentelle Fertigkeiten zu entwickeln. Und dann geht es so ein bisschen, was sind überhaupt chemische Reaktionen? Man will es gar nicht glauben, aber das nimmt fast auch die ganze 7. Klasse ein. Und tatsächlich ist es relevant geworden für mich, weil irgendwie eine Kerze angefangen hat zu brennen. Und meine Schwester war dann sofort da mit einem Wasserglas in der Hand. Und ich so, nein, nein, nein. So, lass, warte. Und dann, bevor ich irgendwie eingreifen konnte, mit dem Glas Wasser dann darüber gekippt und die Stichflamme war entsprechend groß. Wurde damals der Lehrerversuch gezeigt, also dass praktisch ein Fettbrand gelöscht wurde, oder war es der Versuch mit dem heißen Kerzenwachs, also die Explosion von Kerzenwachs, wenn man das richtig heiß in Wasser. Ich glaube, das war tatsächlich Paraffin. Da hat Herr Dreher Paraffin angezündet, wenn ich mich recht entsinne. Und in Biologie, ich behaupte mal, da ist das Thema so ein bisschen Ökologie, also wie ist die Zelle aufgebaut, wie sind die Zusammenhänge in einem Lebensraum, und da haben wir uns an der Adenne-Schule für den Lebensraum Wiese entschieden, die gesunde Ernährung sozusagen und das Verdauungssystem, also WPU 10 entwickelt das für die 7. Klassen. Was macht denn in normalen Zeiten einen gut ausgestatteten Chemieraum aus? Ja, also letztendlich braucht man so viel eigentlich nicht. Man braucht halt Experimentiertische, die feuerfest sind. Man braucht im Idealfall eine Gasanlage, die nicht unbedingt Kartuschenbrenner sind. Also besser sind tatsächlich aus meiner Sicht die Bunsenbrenner oder die Teglobrenner, egal. Also jedenfalls den Anschluss an eine richtige Gasanlage. Und einen Abzug. Das wäre auch noch ganz schön. Ja, und ein bisschen mehr Platz. Also ich weiß gar nicht, ob viele Kollegen wünschen sich immer so einen richtigen Laborraum, also sprich, wo alle Schüler gar nicht richtig sitzen können, also kein Unterrichtsraum, sondern ein Laborraum, wo es so zentral zum Stehen die Experimentierplätze gibt, wie im richtigen Labor. Das würde aber dann bedeuten, dass man Unterricht total umstrickt und sagt, man hat nicht einen Teil experimentell, so einen kleinen experimentellen Anteil im Unterricht, sondern man macht richtige, ja, Experimentierphasen, also mehrere Stunden hintereinander, wo die Schüler dann experimentieren und schon wissen, was sie machen sollen. Und man läuft als Lehrer nur rum. Also es gibt so beide Varianten. Die einen wünschen sich das so, die anderen so. Ein Hörsaal ist nicht ideal, jedenfalls. Das steht schon mal fest. Hörsaal ist nicht ideal. Nee. Aber wir haben trotzdem einen Hörsaal, oder? Haben wir? Die Schüler finden tatsächlich ganz cool, insofern als dass das Ambiente des Studiums so ein bisschen ihnen nahe bringt. Die Reihen sind unterschiedlich hoch und also von vorne nach hinten erhöht sich das Ganze so ein bisschen. Welche Angebote haben wir denn in Biologie und Chemie? Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, an AGs teilzunehmen. In Biologie gibt es einmal die Aquaristik AG durch einen tollen Aquaristiker, der wirklich beibringt, wie das Ökosystem Aquarium funktioniert und wie man ja tatsächlich auch die Chemie mit reinnimmt. Der schafft, den kleinen Siebenklässlern klarzumachen, was ein pH-Wert ist und wofür der wichtig ist und wie man den misst. Und das finde ich echt toll. Also die
sich darauf einlassen. Die sind da ganz glücklich und lernen da wirklich richtig viel. AG Gesunde Ernährung, wo es also aufgrund dessen, dass wir eine schöne Küche haben, also wo diese Mischung aus Zubereitung und Inhaltsstoffen, was steckt da eigentlich drin, versucht wird auszuloten. Es gibt auch noch den WPU-Unterricht Naturwissenschaft. Ja, den gibt es in den Klassenstufen 8, 9 und 10. In der Klasse 8 geht es eher darum, so ein bisschen diesen experimentellen Anteil der Naturwissenschaften zu erhöhen. Dann in der Klasse 9 geht es weiter mit, was ist Haut, was heißt ein Tattoo-Stechen. Außerdem geht es so ein bisschen um Creme-Herstellung und in der 10. Klasse so ein bisschen die Impfproblematik, die ist auch im normalen Unterricht, wird aber da noch ein bisschen um Allergien und so erweitert, um das Thema Ernährung nochmal. Da wird so ein bisschen die 11. Klasse auch schon vorentlastet, die Enzymatik, so ein bisschen das Modelldenken wird da versucht zu entwickeln und eben die Vorbereitung des MSAs, deshalb auch das Thema Präsentation. Und wir haben in Biologie noch den Ethologie-Zusatzkurs, oder? Ja, also der ist jetzt schon sehr lange und etabliert, weil es da schon seit mindestens 8 Jahren die Kooperation mit dem Tierpark gibt. Das bedeutet, dass Tierpark und die Ardennenschule zusammenarbeiten und dass Projekte, die der Tierpark gerne untersucht haben würde, eben auch zum Teil durch den Ethologiekurs dann abgedeckt wird, was aber auch Standardprogramm ist, die Beobachtung von Tieren, in dem Fall den Menschenaffen, um das Verhalten der Primaten und das entsprechend dann mit den Theorien, die im Unterricht ja erarbeitet werden, zu verbinden. Und man lernt eben auch mal tatsächlich diesen anderen Teil der Biologie, also diese Ethologie als Wissenschaft kennen. Wie wird eigentlich wissenschaftlich gearbeitet? Was bedeutet Verhalten? Und so ein bisschen der Psychologieanteil wird da auch mit bedient. Also ganz spannend. In Absprache mit den Hausmeistern haben wir praktisch unseren kleinen Teich und Biobeet, was wir schon immer hatten, wo es ein paar Kräuter gab und so weiter, erweitert um den Bereich der Wiese, weil es eben ja auch in der Klasse 7 um das Thema Wiese geht. Und diese Wiese wurde eben jetzt auch Rabatten von den Hausmeistern ganz hübsch eingearbeitet, wo wir jetzt sozusagen ganz gezielt dann Kräuter für die AG gesunde Ernährung, also wo dann auch gekocht wird, können eben die Kräuter, die angebaut werden, auch direkt geerntet werden, genauso wie Gemüsepflanzen, also Bioanbau und so lässt sich da eben ganz gut kombinieren. Auch einfach mal die Rosengewächse dann da zu sehen und dass das eben unsere Obstbäume sind und was dann da für Früchte daraus entstehen, das ist da auch ganz gut daraus abzuleiten. Ja, was macht ein gutes Team im Fachbereich Biochemie aus? Dass im Fachbereich Biochemie sind wir wirklich besonders gut vernetzt und es gibt eine Verantwortung füreinander und ein Miteinander sozusagen. Das heißt, alle haben ein Interesse daran, dass es im Sinne der Schüler gut funktioniert. Was ich da konkret meine, ist, dass man sich eben überlegt, gemeinsam geht es eben dann auch darum, dass man Materialien mal gemeinsam entwickelt. Das bedeutet ja häufig, dass da auch kreativ gearbeitet werden muss. Gibt es also riesige Materialsammlungen, die von allen Kollegen genutzt werden können, die den Unterricht einfach abwechslungsreich, schülerorientiert machen. Und das genießen alle sehr. Und eben die damit einhergehendes, dieses Miteinander wird von allen auch wirklich sehr geschätzt. Wie schafft es die Schule, dass so ein familiäres Gefühl hervorruft? Ich weiß nicht, ich glaube, es geht wirklich darum, also in dieser Schule wird nicht so mit den Ellenbogen gearbeitet. Ich glaube wirklich, es geht darum, alle mitzunehmen und das wird sowohl von den Kollegen gelebt, als auch von den Schülern. Das heißt, es resultiert dann dieses Gefühl des angenehmen Miteinanderarbeits. Aber es ist auffällig. Ich finde auch, dass es, was die Schüler, glaube ich, merken und was die Schüler auch sagen. Guten Morgen, Herr Schiefelbein. Guten Morgen, Herr Springer. Die Ferien zu genießen ist ganz schön wichtig, wenn man die ganze Zeit nur vor dem Computer sitzt, oder? Man ist schon froh, mal nicht viereckig zu gucken, das stimmt. Sie unterrichten die Fächer? Nur noch Informatik und Mathe. Was ist denn Ihr Lieblingsfach davon? Mathe, eindeutig. Die Struktur der Mathematik ist eigentlich so vielschichtig, dass man im Prinzip eine eigene Welt daraus kreieren könnte, so wie manches in der biologischen Abstraktion natürlich, Fauna, Flora, so könnten wir das in Gleichungen, Funktionen natürlich genauso tun. Und Mathematik ist so abstrakt in ihren Wesen, dass man sowohl Schönheit der Mathematik als auch innere Kohärenz der Mathematik wunderbar beschreiben kann.
Finden Sie das manchmal eigentlich traurig, dass Sie an der einen oder anderen Stelle nicht noch den Schritt weitergehen können, um ein bisschen von der Schönheit der Mathematik zu erläutern? Jein. Unsere Lehrpläne im Fach Mathematik sind schon noch ganz schön voll. Das heißt, aufgrund der Zentralprüfung am Ende sind wir natürlich auch ein bisschen gezwungen, alle Inhalte abzuarbeiten, die im Rahmenplan vorgesehen sind. Würde man ein bisschen mehr Zeit haben, mehr Freiraum haben, könnte man viele Aspekte der Schönheit, also sprich dieses Emotionale der Mathematik, natürlich auch noch besser rüberbringen. Aber es gibt Gebiete der Mathematik, ich sage jetzt mal, was ganz hinten ansteht im Moment, sind Fragen der darstellenden Geometrie. Ich meine, darstellende Geometrie wird so gut wie gar nicht mehr in der Schule gemacht. Ganz wenige Bereiche mal so angerissen. Andere Fragen, was in Berliner Schulsystemen ganz hinten runterfällt, sind Fragen von Matrizen. Die Matrizenrechnung und jeder, der danach in eine Universität einkehrt, um im ersten Jahr Grundstudium zu machen, wird wissen, dass fast alles im Gleichungssystembereich über Matrizen gemacht wird. Also jedes Gleichungssystem, was mehr als zwei Gleichungen hat, hat dann irgendwie ein Matrizenproblem zur Folge, den Rand der Matrix. Und gerade die Schönheit von Matrizen, stochastischen Matrizen, das ist etwas, was man viel mehr wieder hervorbringen würde. Wir versuchen das in Form eines Zusatzkurses, Matrizenkurs in der Oberstufe zu machen. Aber dann ist es manchmal schon ein bisschen spät. Ist Mathematik in Ihren Augen eine Naturwissenschaft? Also als Naturwissenschaft würde ich Mathematik nicht definieren. Allein schon aus dem Grund heraus, da sie keine deterministischen Vorgänge beschreibt, sondern aufgrund der Axiomatik natürlich sich einen eigenen Kosmos erstmal geschaffen hat. Und wenn irgendwas nicht mehr passt, dann ändern wir diesen Kosmos, was wir in der Natur ja so nicht können. Aber andererseits ist sie so eng mit den Naturwissenschaften verflochten, wenn man in die theoretische Physik hineingehen würde, in Bereiche der Chemie, der Biologie, ob das sich um Wachstumsmodelle, Räuber-Beute-Modelle oder irgendwas in der Biologie handelt, dann ist es mittlerweile so, dass man die Mathematik gar nicht mehr wegdenken kann aus den anderen Naturwissenschaften. Teilweise aber auch, und das zeigt sich heute ganz besonders, auch aus Bereichen der Gesellschaftswissenschaften. Wir haben gerade momentan so viele Modelle für diese Corona-Geschichte, die auf mathematischen Grundlagen basieren, dass viele Leute die Begriffe R-Wert, exponentielles Wachstum schon nicht mehr hören können, aus diesem Grunde heraus. Die Mathematik ist nicht mehr nur eine Hilfswissenschaft, sie ist Teil der Naturwissenschaften geworden, würde ich mal sagen. Was sind denn die Themen, die in Mathematik und Informatik in den 7. Klassen behandelt werden? Also in der 7. Klasse haben wir natürlich jetzt von der Mathematik her die Zahlenbereichserweiterungen vom Bereich der bisher natürlichen Zahlen, gebrochenen Zahlen, die wir kennen, über die ganzen Zahlen zu den rationalen Zahlen, das heißt Ausführbarkeit der vier Grundrechenarten wird erweitert, dass man eben nicht mehr irgendwie das nicht lösbar, außer bei der Division durch Null, noch hat. Es werden Erweiterungen im Bereich der Prozentrechnung, der Proportionalitäten gemacht und es wird in der Geometrie dann zum Beispiel auch die ganze Frage der Transversalen am Dreieck untergebracht, Ähnlichkeiten und Kongruenzsätze. Natürlich auch Gleichungen, Äquivalenzumformungen an Gleichungen, das sind so die Themen, die in den 7. Klassen abgegessen werden. Mathematik mit seinen 4 Stunden plus einer Teilung, also 3 Klassenstunden und jeweils eine Teilungsstunde für die Klasse in Mathematik, haben zur Konsequenz, dass es als Hauptfach dann natürlich auch die Klassenarbeiten abdeckt. 4 Klassenarbeiten im Schuljahr. In der Regel haben wir mindestens eine Blockstunde dabei, also eine Doppelstunde, die die Klasse dann im 90-Minuten-Block ablegt. Wir haben manche Klassen, die haben dann eine einzelne Stunde und in der Teilung am selben Tag. Aber das ist eine Stundenplanfrage, die ist jetzt nicht wichtig. In Informatik haben wir in den 7. Klassen natürlich ITG. Das ist keine Pflichtveranstaltung, ITG an den Berliner Schulen, sondern jede Schule entscheidet für sich, wie sie das organisiert. Wir haben es so organisiert, dass wir ein Jahr lang eine Stunde im Teilungsunterrichtbereich für ITG einbinden, informationstechnische Grundbildung. Da geht es im Schwerpunktbereich um Office-Software, sprich Arbeiten mit Word, Excel, PowerPoint, aber auch eine Internetnutzung ist eigentlich dabei der Inhalt. Geht über 45 Minuten im Teilungsbereich, immer mit Kunst, Englisch, je nachdem, wer als Teilungspartner gerade zur Verfügung steht, und eine Stunde in der Woche. Wie geht es mit dem Online-Unterricht? Funktioniert das gut oder eher nicht so?
Also wie gut oder wie nicht gut ist, das ist sicherlich eine individuelle Frage. Weil bei dem einen klappt es besser, bei dem anderen nicht so gut. Wir sind in der Situation, dass wir durch die Nutzung von Microsoft-Produkten, Teams in diesem Fall ganz konkret, natürlich eine Umgebung haben, die stabil läuft. Von der technischen Voraussetzung her. Bei den einzelnen Schülern ist es leider so, dass wir eine Situation haben, dass wir sehr divergente Endgerätestrukturen vorfinden. Also es gibt Perspektivgedanken, die hier sicherlich irgendwann mal zum Tragen kommen sollten. Denn ich glaube eins, Online-Unterricht, so wie wir ihn jetzt leider praktizieren müssen, der wird so nicht weitergehen irgendwann. Aber Elemente des Online-Unterrichts, des momentan digitalen Unterrichts, werden auch in Zukunft erhalten bleiben. Wir hatten nach dem ersten Lockdown im Frühjahr, wo wir das angefangen haben, mit den Teamstrukturen zu arbeiten, die Erfahrung gemacht, dass einige Lehrer, die vorher eine relativ große Distanz zu elektronischen Medien hatten, dann aber sagten, nee, da sind einige gute Aspekte, zum Beispiel, ganz simples Beispiel, Hausaufgabenverteilung über diese Strukturen, Einsammeln von Arbeitsergebnissen über diese Strukturen. Das ist doch sehr viel handlicher, außerdem auch papiersparender, da man hier auch noch Lehrbuchelemente sinnvoll mit einbauen könnte. Ein simples oder sehr einfaches Beispiel, wenn ein Tablet da wäre, die, ihr wisst ja selber, die ehemaligen dicken Schultaschen, die man als Schüler schleppen musste, die würden dann irgendwann mal der Vergangenheit angehören. Jeder hätte sein Buch auch immer parat. Es liegt ja nicht im Schließfach zu Hause, bei der Oma oder sonst irgendwo. Also es funktioniert, es bewährt sich, hat aber mit Sicherheit nicht noch ein paar Reserven, die aufgearbeitet werden müssen. Bildung ist in Deutschland Ländersache. Da gibt es Argumente dafür, da gibt es Argumente dagegen. Digitalisierung ist ein bisschen ein anderes Thema. Jetzt kommt beides zusammen. Wer sollte denn jetzt dafür verantwortlich sein, dass jede Schule ein funktionierendes System hat? Also wir sprechen hier ganz zentrale Punkte an, weil die Corona-Krise jetzt momentan wie ein Brennglas auf diese Probleme natürlich zeigt. Meiner Meinung nach ist Bildungspolitik zwar Ländersache, aber sie sollte es nicht mehr sein. Es ist nicht mehr zeitgemäß, in kleinen Fürstentümern zu denken und zu sagen, wir machen das aber so, wir machen das anders. Es wird Mobilität von Menschen erwartet und ein Umzug einer Familie mit Kindern wäre heutzutage mit extremen Schulproblemen verbunden. Das fängt damit an, dass Familien, die nach Bayern ziehen, in aller Regel ein Schuljahr wiederholen müssen, egal wie gut oder schlecht sie in Berlin in der Schule waren. Die Frage des Abiturs lassen wir mal ganz außen vor. Das heißt, man muss sich generell über Bildungspolitik neue Gedanken machen. Ich bin der Meinung, dass die zentralen Aspekte hier durchaus überwiegen sollten. Man kann regionale Bereiche immer mit einfließen lassen, natürlich. Aber man muss die Umsetzbarkeit überprüfen. So, ihr habt lange durchgehalten, habt da gut gemacht. Sorry, dass es so lange dauert, aber Lehrer erzählen einfach so viel gutes Zeug, da ist schwer zu entscheiden, was man rausschneidet. Ich muss noch ganz kurz mit euch über Physik sprechen, weil Physik ist geil und für mich in meiner Erinnerung das schönste Fach, was ich in der Schule erlebt habe. Ja? Integraler Teil davon ist ja Land und sein unfassbar schöner Vorbereitungsraum und die ganzen Spielereien, die man da drin finden kann. In der Physik macht man im Prinzip nichts Geringeres, als einem die ganze Welt von dem Kleinsten aufzubauen und zu erklären und zu versuchen zu verstehen. Ja? Das fängt an in den unteren Klassenstufen mit zum Beispiel der Anomalie des Wassers. Warum ist es auf einem Grund von einem See, der ein bisschen tiefer ist, immer 4 Grad Celsius oder auch ganz tief im Ozean? Das ergibt doch auf den ersten Blick gar keinen Sinn. Zum Beispiel, ganz simpel, Hebelgesetze kommen auch noch dazu. Ne? Ich kann mir so einen Stift nehmen, ja, ich kann meine Achse in der Mitte setzen und die rechte Seite bewegt sich genauso viel wie die linke. Aber wenn ich das ein bisschen verschiebe, brauche ich da, wo ich anpacke, weniger Bewegung und auf der anderen Seite bewegt sich es plötzlich viel mehr. Und dafür muss ich hier aber mehr Kraft benutzen, damit das Ganze funktioniert.
wie hängt das alles zusammen? Was sind die Gesetze, die dahinter herrschen? Und dann irgendwann fängt es ganz leicht an mit den ersten paar mathematischen Formeln, aber da braucht man gar nicht so viel Angst haben. F gleich M mal A, Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung, sind so die ersten Sachen, die einem dabei begegnen. Oh, Zusatzangebote gibt's auch noch. Zum Beispiel in der, lass mich nicht lügen, 10. Klasse, WPU Physik, nagelt mich nicht fest, geht's zum Beispiel auch eine ganze Menge ums Fliegen, ne? Und wie funktioniert das Gesetz von Bernoulli? Druck, Unterdruck. Warum hat man geringeren Druck, wenn die Luft an irgendwas schneller vorbeiströmt? Ja, und da geht es auch natürlich um viele Experimente. Das fängt leicht an. Zum Beispiel hier, genau, das ist mit dem Luftstrom. Du knallst dir so ein Tuch in. Aber auch viel wahnsinnigere Experimente. Und dann geht es weiter Richtung Oberstufe. Und in der Oberstufe, boah, da wird's krass, ne? Also für die Leute, die sich dann für Physik in der Oberstufe entscheiden, Grundkurs oder Leistungskurs, die lernen dann wirklich die kleinsten der kleinsten Sachen kennen, ne? Zum Beispiel, was wiegt ein Elektron? Wie kann man herausfinden, wie viel das wiegt? So ein Elektron kann man ja einfach so aus einem Atom rausreißen und dann sagen, ja, 3,75 Gramm. Funktioniert ja nicht. Wie macht man das, ne? Das ist natürlich eine wahnsinnige Frage. Und die ist eine Frage, die wir uns beantworten können irgendwann. Wie wiege ich ein Elektron? Aber auch Quantenphysik ist ein Thema. Ne? Optik, Quantenphysik, kompletter Wahnsinn. Und eins der wichtigsten Themen der heutigen Forschung, ne? Weil zum Beispiel mit so Quantenphysik ist es vielleicht möglich, irgendwann Quantencomputer zu entwickeln, die dann Probleme, die bisher nur unfassbar ineffizient zu lösen waren, plötzlich in einer angemessenen Zeit lösen können. Ja, das könnte die Welt verändern. Proteine könnte man neu verhalten und so weiter und so fort. Aber ich sollte nicht so weit ausholen, denn das sind Themen, wenn ihr es dann irgendwann vielleicht mal studieren wollt oder so. Ja, da will ich gar nicht so enthusiastisch sein. Aber eins kann ich euch versprechen. Wenn ihr in Physik dabei seid, dann habt ihr die Möglichkeit, eure Weltanschauung nachhaltig zu verändern und zu bereichern. Behaupte ich. Und das unfassbar große Arsenal an unserer Schule, an unfassbar schönen, wunderbaren Experimenten spielt dabei eine wichtige Rolle und natürlich auch unser Fachbereichsleiter Herr Land, ja, der die Experimente mit seiner unfassbaren Kenntnis vorträgt. Sieht bei jedem natürlich ein bisschen anders aus, aber ich musste jetzt Physik nochmal erwähnen, auch wenn es so lange dauert. So, und jetzt habt ihr euch den Abspann auch definitiv verdient.